Okay, Achtung, 3, 2, 1. Warte, ich komme nicht darauf klar, dass ich meinen Job gemacht habe, Alter. Wir haben ihn. Ja, Mann! Ja, Mann, Digga, ja! So, meine Damen und Herren, liebste Freunde, wir starten heute mit Ark, meine Damen und Herren. Moin! Moin! Kevin, na, Alter? Moin! Moin, Romatra, Alter! Warum sagt Trimax nicht? Hallo? Trimax ist nicht da. Ja, geil! Ohne Trimax, Hanky hier? Hallo. So, ich habe gehört, gestern lief alles Scheiße. Keine Sorge, ich bin jetzt wieder da. Jetzt wird's geil. Bark? Alter, sieht lässig aus, die Eisenrüstung. Ja, geh mal an die Werkbank, da ist für dich auch eine drinne. Ui, edel. Für jeden ist eine drinne an der Werkbank. Nee, du kannst Umata keine Eisenrüstung geben, das geht nicht, weil geil, der... die nehme ich direkt. Hey! Doch, ihr braucht alle eine, weil wir werden heute was Krasses machen. Ja, das werden wir sehen, was Umata und ich machen. Umata, sollen wir uns heute kebbeln oder kotzen? Kebbeln und danach kotzen. Und dann würde ich gern ballern und dann würde ich trinken. Und dann würde ich gern fashion, Alter, Umata. Nö. Kann man fashion in dem Game? Ich würde. Gibt es einen Mod, Kevin? Gibt es einen Mod? Ich war ganz ehrlich, Revi, ne? Bis jetzt bin ich nie auf den Gedanken gekommen, zu gucken, ob es in Ark eine Mod gibt. Oh, ja? Da hat wohl jemand keine aufgeschlossene Sexualität, so wie Spark und ich. Spark? Kannst ja mal mit mir mal in die Sauna gehen. Alter, ich würde sogar mit dir in die Was Sauna gehen. Was ist das für ein Ding? Romatra? Ja? Hast du gerade Hallo gesagt? Hallo, ja, ich habe Hallo gesagt. Lass das Bett, okay? Alter, was geht denn hier? Moin. Na? Wir sind okay, ja echt sechs Leute. Heute müssen wir richtig was mit Rivi da. Ja, ich habe heute was mit euch geplant, Jungs. Heute werden wir was richtig Krasses machen. Lass bitte. Leute, macht mal hier ganz kleines Herzes da, ne? Könnt ihr alle Follow-Button drücken? Wäre ultra geil, wäre... Leute, oh, ihr seid so eine geile Community, Alter. Ich könnte jeden Tag meine eigene Pisse trinken, Alter, wenn ich das hier rede. Ihnen das seine. Die können ausrasten, aber dann können wir wirklich nicht. Einfach nur toll von euch. Ganz ehrlich, ich bin die so unanfassbar. Das ist so wunderbar, Alter. Entschuldigung. Seltsame Lichter erscheinen am Himmel. Seltsame Lichter, ja, Mann. Alter, seltsame Lichter erscheinen am Himmel. Leute, ist das Erotik-Update? Finally Girlfriends. Ist das jetzt Mod, Kevin? Hast du sie raufgehauen? Ja, jetzt habe ich seinen Mod draufgemacht, Revi. Alter. Glaube ich den. Guck mal, warte, komm mal her. Guck mal mein Gesicht und mein Helm, Revi. Guck mal, wie ich aussehe. Siehst du das? Ich sehe, bei mir sieht der alle normal aus. Ich habe keinen DLC. Der Helm ist viel zu klein für dich. Du bist zu fett. Alter, du bist ein unmarkantes Kind. Alter, Hanky sieht richtig hässlich aus. Wo ist Hanky? Den hasse ich am meisten hier. Der Große. Den hier, den hasse ich am meisten. Einmal Keule. Einmal Max Keule. Hier, der Werkmuxaurier, wovon Romatra schon eingezähmt hat, ne? Da sucht ihr so lange alle, wir verteilen uns jetzt einfach und jeder sucht einen so lange, bis wir einen, der über Level 100 ist, haben. Was machen wir? Stopp, nochmal. Hat mich zugehört. Ihr nehmt das Fernglas, ne? Ja. So, dann legst du das unten in die Toolbar. Ja. Und dann suchst du von diesen komischen Flugsauriern hier so lange, bis wir einen 100er haben, circa. Weil wenn die ich haben viel Ausdauer. Wenn ich durchs Fernglas gucke, sehe ich nur richtig hässliche Menschen. Ja, du musst gucken, dass du dir die Dinos anguckst, weil du siehst dann auf Entfernung den ihr Level. Wie kriegen wir den denn runter? Shooten wir den ab? Wir warten, bis der landet und dann wird der abgeschossen. Dann müssen wir alle auf seinen Kopf einmal schießen. Das Ding ist ja... Das ist schon am besten mit zwei Leute, weil sonst töten wir den. Kann man den mit einer Bola runtersnipen? Wir können ihn auch festbolern, ja, das geht. Alter, ich hab übel Bock heute. Also wir suchen noch Flugsaurier, das ist richtig, ne? Richtig. Ja, wir suchen Flugsaurier. Wo ist hinter der Base? Was ist für dich hinter der Base? Oh, ich hab einen 100er. 100er Flugel. Ja, ich hab ihn gerade gesehen, Spark. Er ist direkt bei uns, hier. Nee, ich bin bei dir. Ich komm jetzt mit Bola und allem und dann tamen wir den gleich. Und wenn er liegt, dann tun wir den aber nicht Fleisch rein, Jungs. Wir nehmen da nicht mit der Okay, Achtung, 3, 2, 1. Warte. Ist gebodert. Schieß auf seinen Kopf einmal und warte dann kurz. Und dann schießt du nochmal. Und dann wartest du wieder kurz und dann schießt du nochmal. Ja, er liegt. Wir haben ihn. Okay, so. Ich glaube, so, jetzt baut ihr um den herum. Baue ich wieder diese Absperrungen, ne? Baut ihr Barrikaden, ja. Mach ich. Ich farm Holz. Ja, Alter, geiles Teamwork. Aber ich hab noch Fleisch auch reingelegt, ne? Ja, ist auch gut. Braucht er ja. Geiles Teamwork wieder ohne Romatra hier. Romatra ist heute dabei, lol. Hat man nicht gehört, ne? Kein Futter, ja. Agendar ist in dieser Art, das weiß ich, Leute. Ich bin ja nicht Romatra. Ich hab mich ja mit dem Spiel, ich hab mir die Wiki gelesen, tatsächlich. Gestern Nacht saß ich im Bett und hab mir die Wiki durchgelesen, Alter. Dann aber ganz weird, ich hab eine Reaktion bekommen, muss direkt was anderes gucken. Ich weiß nicht warum. Alter. Immer wenn ich Dinos sehe. Max, du bist auch Dino-Fetisch, oder? Dino-Fetisch, wusste gar nicht, dass es das gibt tatsächlich. Also ich glaube, der Hund liegt jetzt hier, ne? Jederzeit, wenn du kommst. Spark, wir sind eigentlich echt ein gutes Team, wir beide. Ich finde, wir sollten zusammenziehen. Ja, gleich eine Wohnung machen. Lass uns ein Haus kaufen. Und das wird richtig geil, weil man darf dich nie zeigen. Und Spark läuft immer mit so einem, Sack rum. Aber man muss die ganze Zeit jedes Mal übel 5 Stunden rauszensieren. Rauskien. Wäre bei Romatra actually auch nicht schlecht, wenn man... aber warum hast du den erst angeschossen? Weil wir das Fleisch kriegen zum Zähnen. Weil wir brauchen das Fleisch. Ja, warte, ich darf da auch mal mit drauf shooten, oder? Ja, ich shoote auch gerade mit drauf. Also, ja, der läuft jetzt eh weg.
Ja, aber hab ihn. Ich hab den letzten Schuss gemacht, natürlich. Ich hab ein rohes Filet bekommen. Ich hab auch ein rohes Filet bekommen. Okay, ja, dann jetzt schnell zum Petri laufen und dem das ins Inventar legen. Los. Alles klar. Das vergammelt ultra schnell, ne? Das Filet. Ja, ihr müsst euch jetzt echt beeilen. Ihr müsst jetzt schnell zu dem laufen. Ja, ich bin halt energiemäßig nicht voll. Hat noch jemand ein Filet bekommen? Ich hoffe, dass das reicht. Wie mache ich das jetzt? Ich nehme das Filet du und dann... Du drückst auf den F und dann tust du das Filet rüberziehen bei ihm ins Inventar. F? Und dann das Filet bei ihm rüberziehen ins Inventar. Geht nicht. Du kannst doch einfach T drücken, dann wird es automatisch rübergeschoben. Aber auf welchem... Warte, im Moment, das vergammelt bei mir gleich. Was muss ich machen? Einfach rüberziehen, einfach reinziehen. Ich komme auf sein Inventar nicht. Hey, du musst... Hacky! Track and Drop? Weißt du, wo die anderen sind? Führ mich mal dahin. Hier, nehmt ihr das Filet. Pack's rein, ich krieg's gerade nicht hin. Ihr müsst einfach rechts rum den Strand entlang, Max. Habt ihr das Filet reingelegt von mir? Ja, ne? Ja, Max. Dankeschön. Ich brauch ein bisschen Fleisch nämlich, damit's weitergeht. Die Raptoren sind echt chillig. Das ist sowas, ich brauch auch so eine Dreiergänge. Ich leih mir deine ja immer nur aus. Mann, das ist meine Managerin, Leute. Dann würde ich den Petri nehmen, würde losfliegen, würde einen Agentavis zu euch polen und dann müsst ihr den abschießen mit der Flinte. Ein Raptor fehlt. Zählen wir den. So, und wenn wir einen Agentavis haben, dann kann der nächste mal mitfliegen, dann zeige ich ihm den Spot und dann können wir immer mehrere ranpolen, dass wir für jeden einen Agentavis heute holen. Wir machen das mal heute ohne Falle. Ihr werdet gleich alle eine Flinte kriegen und dann zeigt ihr mal, wie gut ihr aimen könnt. Dann schießen wir auf Romatra, ne? Oder? Was ihr noch farmen könnt, was wir brauchen, PvP ist wieder aus? Okay, was machen wir jetzt hier? Wir warten jetzt gerade, ne? Wir gehen jetzt wieder zurück zur Basis. Der ist schon fertig. Ah, null. Also eigentlich ist es der von Spark und mir, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, dann holst du gleich den Agentavis, Revi. Auf keinen Fall. Was muss ich denn machen, Alter? Perfekt. Alter, Kackmann geht's richtig gut hin, oder Max? Den geht's unglaublich geil. Der hat einen Futterkrug, der hat Wasser. Geil, der hat Mistkeeper, die seine Schüsse zusammenbasteln. Ich glaube, ich würde es gern versuchen, Alter. Willst du das versuchen? Ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt das gerne machen. Das ist für mich kein Problem. Ich habe Angst, dass Revi allen Progress wieder zunichte macht. Nee, ich habe gerade den Dino schon geholt. Ich kann gar nichts mehr zunichte machen, Romatra. Ist ein Fallschirm ein Einmal-Ding? Ja, ich glaube schon. Ein einziges Mal kannst du den nutzen. Okay. Habe ich gerade außerdem verschwendet. Stark, Spock. Max, erklär mir doch mal ganz kurz hier deinen Anbau. Was hast du hier schon gemacht? Hier ist ein großes Feld. Ja. Da muss Dünger rein. Mhm. Und ein Samen und Wasser. Ja. Und das Dünger kriegen wir da hinten. Alter, hier ist ein Klo. Ja, da musst du scheißen. Ich will einmal spülen. Einmal spülen. Nee, spülen, dann ist es weg. Jetzt hast du unser ganzes Dünger. Hey. Nee, ich hab nicht gehauen. Jetzt ist das Dünger nicht auf dem Felder, sondern im Meer. Das ist gut gemacht, Revi. Aber ich kann jetzt kacken. Ich glaube, du hast eben schon gekackt. Kannst du noch mal kacken? Nee, aber ich bleib ein bisschen hier sitzen. Ist schön. Okay, gut. PvP ist gerade wieder aus, ne? Schmied, ich finde, es gibt kein PvP. Warum? Wegen Romatra? Ist ausgestellt. Nee, weil sonst töten wir uns auch mit unseren Spikes und so selber. Okay. Eine Kanone. Ist eine Kanone gegen Dinos stark? Kann man eine Kanone gegen Dinos nutzen? Ja, wie willst du die denn gegen Dinos nutzen? Ja, indem ich mit einer Kanone auf einen Dino schieße. Ja, aber willst du die durch die Gegend schieben oder wie? Ja. Das geht nicht. Ja, weiß ich ja nicht. Hätte ja sein können, dass das geht. Wann haben wir den Flugsaurier denn getamed? Ja, der ist ja schon getamed. Der braucht nur noch einen Sattel, dann kannst du auf dem fliegen. Okay, wie steigt man auf? Einfach mit der Maus. Fliegst einfach dahin, wo du hinguckst. Sau strong. Und ich kann jetzt währenddessen, kann ich mit der Flinte schießen? Nee, du schießt nicht mit der Flinte, du fliegst jetzt mit dem? Wenn du Sprint-Taste drückst, fliegt der auch schneller, glaube ich, ne? Drück mal Sprinten. Genau. Alter, wie geil. Alter, ist das geil. Yep. Und die Energie geht dann runter und dann sinkt der automatisch langsam ab oder stürzt ab? Du musst mit dem landen vorher, weil wenn du zu weit oben in der Luft bist, dann fliegt der ein Stück runter und dann schmeißt er dich runter. Aber guck mal, jetzt habe ich doch eigentlich gelandet, ne? Jetzt sollte er doch eigentlich hier stehen bleiben, oder? Ja, du musst Leertaste drücken. Okay. Dann landet er. Sauber, okay. Dann geht er wieder Energie hoch. Okay, pass auf, soll ich den weiter skillen, Spark? Auf Stamina würde ich immer skillen, damit du jetzt möglichst lang fliegen kannst. Ja, glaube ich auch. Wie komme ich denn auf den drauf, dass ich den skille? Nochmal ganz kurz. F, genau, ja. Danke. F in Chat, Boris. F in Chat. Mhm, du sagst es, Mann. Alter, Leute, guck mal, wie hoch wir sind. Boah, ist das geil. Gleich fallen wir runter. Geil. Dann ist der Dino tot. Alter, ich war so kurz davor, wieder boah, wie nice. Da kommt der nächste Troder und greift mich wieder an. Es ist ja brutal. Das war auch zu schnell. Aufgabe von Revi ist jetzt so ein Vieh zu Adler, ne? Ja, ich weiß, ich suche gerade. Ich skill noch einmal aufs Stamina hoch, dann habe ich noch ein bisschen mehr. Du musst hochfliegen zu den höchsten Bergen. Da musst du hinfliegen. Ja, warte mal, gehe ich allein oder was? Du gehst einfach du folgst dem Fluss in die Map rein. Du fliegst jetzt in die Berge, pulst den, das ist ein gutes Stück. Du musst den die ganze Zeit kiten und alles. Ich habe aber keinerlei Dings, ne? Keinerlei Waffe dafür.
Du brauchst sie auch nicht. Du tust den mit deinem Vieh immer wieder Aggro machen auf dich. Also einmal zwischendurch landen. Ja, du fliegst immer hin, lässt dich je nachdem zur Not einmal kurz hitten. Also musst halt aufpassen, dass der dir nicht stirbt, ne? Dann ziehst du den halt immer ein Stück so weit, bis du keine Ausdauer mehr hast. Landeskurs, regenerierst Stamina, fliegst wieder hoch, holst den wieder und das die ganze Zeit. Bis du bei unserer Basis. Und die höchsten Berge sind hinten Richtung Dschungel, ne? Ja, du musst in die Insel reinfliegen. Da sind die. Du siehst die Berge, die sind richtig hoch. Und da musst du dann gucken. Du guckst mit dem Fernglas. Kann ich auf Bäume landen mit dem? Nein, du musst auf dem Boden landen. Wo seid ihr bei diesem grünen Ding oder was? Alter, ich hab so eine Rolle gemacht, ich bin ein Stuntman. What? Hilfe, Rumatra! Ich bin noch. So Leute, ich flieg gerade Richtung Berge, ne? Kevin, der Argentavis, ne? Der ist einfach so ein Adler-Ding, ne? Ja, das ist ein riesiger Adler. Aber du musst schon einen Hochleveligen holen, ne? Nicht so ein Low-Level-Vieh. So Männer finden Roboter cool, Männer finden Raptoren cool, aber Roboter-Raptoren. Das ist ultra cool. Ja, nee, Roboter. Also, ich kenne niemanden, der Roboter-Raptoren cool findet. Kevin, check mal bitte kurz meinen Stream, ob ich hier richtig bin bei dem Berg. Nee, flieg mal. Hinter mir? Der? Siehst du, wenn du rumfliegst, einen Riesenwald mit so Riesenbäumen? Ja, da war ich gerade. Ja, genau. Und da in der Mitte, da fliegen oben, glaube ich, auch Argentavis rum. Kevin, du meinst den Berg hier? Da ist einer. Argentavis. Ja. Level? Kann ich dir noch nicht sagen? 48? Boah, wir haben halt noch am besten wäre halt, wenn wir schon so einen ab 80 kriegen. 80, 90. Ja, du musst mir sagen, ob ich den jetzt mitnehmen soll oder nicht. Nee, wie gesagt, 81, 90 so rum. Musst du suchen. Oh, Skorpione. 40 würde sich noch nicht so lohnen. Hier sind aber nur so Lows eigentlich. Hier ist noch ein 46er. Da unten ist eine ganze Horde. Warte mal. 116? Fahr mal weiter, Max. Ja. Und belade 116er. Weiter. 116er ist absolut top. Oder habe ich es gerade falsch gesehen? Warte mal, Leute. 16 war der, nicht 116, nicht Bot. Also die sind alle hier super low, Kevin. Ja, das sind so alles nur 40er. Die gehen auf Bäume hoch und dann springen die dich, wenn du da oben fliegst, an und holen dich von deinem Tier runter. Die sind alle halt super, super low. Hier vorne ist nochmal einer. Man ist halt sau nervig, dass man hier nicht richtig spectaten kann durch dieses Ferngrohr, ne? Was hat der jetzt? Leute, ich kann es nicht erkennen, das ist so nervig. 68, Kevin? 68? Jo. Ist auch nicht so optimal, aber den kannst du versuchen mal zu pullen. Man versucht den mal. Einmal attacken, dann wegfliegen, ne? Nicht attacken, du musst einfach nur an den Rand fliegen. Ganz nah an den Rand, dann polst du den auf dich. So, du musst auch zwischendurch dein Stamina wieder regen, ne? Da musst du dran denken, da musst du Pausen einplanen. Das heißt, dann fliegst du was weiter von dem weg, behältst den aber im Auge, landest, beobachtest den und wenn du wieder fliegen kannst, fliegst du hin und polst den wieder neu und dann ziehst du den weiter bis zu uns in die Basis. Das ist ja ultra nervig. Hast du den denn jetzt schon gepolt? Ja, der ist hinter mir. Okay, und du kommst jetzt zu uns geflogen? Glaube ich, ja. Ich bin jetzt halt genau an den Bäumen und der will aber nicht hinter mir herkommen, Kevin. Ja, dann musst du langsamer fliegen. Ich fliege ultra langsam. Wieso will der den nicht? Schlag ihn einmal, sagt Matra, läuft alles? Oh, mir läuft alles. Ja, ich level gerade ein bisschen, weil ich echt super weit unterlevelt bin. Bin ich Ace hier weiter. Ich bin runtergeschlagen worden. Alter, what the fuck? Ich bin runtergeschlagen. Ich bin tot. Was? Langhals. Ich bin tot. Da waren Mini-Raptoren. Oh mein Gott! Ich glaube, der saved mich gerade, Kevin. Ich glaube, der saved mich gerade, der Dino. Das ist Qualität, das ist okay. Boah, war das knapp. Holy shit, war das knapp, Leute. Wieso ist der nicht mehr aggro auf mich? Was macht dieser dumme Vogel? Ey, Kevin, dieser Vogel will mir nicht folgen. Ja, du musst immer nah genug an ihm dran sein, dass er dir hinterher fliegt. Ah, jetzt. Alter, ist das nervig, Mann. Der Schlage, den alles. Wir brauchen dich jetzt mal. Zieh mal durch. Mann, dieser Vogel ist so dumm, Alter. Der hier vorne irgendein Stein. Ich bin halt im Game ziemlich gut. So, das ist halt schon mal nice. Oh, großes Problem. Großes Problem gerade. Das da wäre. Der Video will nicht runterkommen, weil er gerade im Fight ist. Oh. Der will nicht runterkommen. Alles gut, ich hab's geklärt. Alles gut. Das Gute ist, wenn wir so viele Dinos haben, dann kacken die auch alle. Ich komme nicht darauf klar, dass ich meinen Job gemacht habe, Alter. Jetzt schießen. Bein ist gebrochen. Auf Kopf schießen. Du musst ihn wieder pullen. Er greift unsere Tiere an. Du hast ihn zu nah. Schieß einfach auf ihn drauf. Drauf, Leute. Lass ihn einfach fliegen. Wenn er über der Steininsel ist, können wir den nochmal abschießen. Also ich habe meinen Job gemacht, Leute. Naja. Ist er über der Steininsel? Jetzt weiter drauf schießen. Jetzt drauf schießen, Leute. Alter, ich treffe absolut nicht.
Ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen. Nicht, Digga. Nein, ich hatte keine Stamina mehr, ich Idiot. Was? Ich hatte keine Stamina mehr, ich bin runtergefallen. Ich hatte keine Stamina mehr, ich bin so dumm. Und jetzt fliegt der weg, oder was? Ich bin so dumm, ich hatte noch einen Fallschirm, ja. Scheiße, Mann. Chat, ich bin trotzdem extrem stolz, dass ich das so gut gemacht habe, Alter. Hier mal ganz kurz reinfolgen, Ausrufezeichen Prime, rein da, Mann. Nein. Wir haben ihn. Ja, Mann! Sauber, holy Digga. Shit. Und ihr könnt nicht sagen, dass ich meinen Job nicht gemacht habe. Ja, Mann, Digga, ja! Aber das ist ja jetzt eigentlich meiner, ne? Joke. Wir holen uns alle ein.